Und hier ist mein Elefant. So, jetzt wollen wir doch mal schauen hier. Boah, sehr schön. Okay, die haben keine Chance mit dem dicken MG oben noch drauf. Es sieht gut aus, Leute. Wir nehmen das jetzt hier alles ein bisschen besser ein. Und ich habe doch jetzt... Ich habe schon das hier. Okay, ich kann zur dritten Dingens schon hoch switchen. So, jetzt würde ich mich gerne mal hier hinstellen mit dem Elefanten. Und habe ich hier noch einen schweren MG-Trupp, bräuchte ich noch, falls da oben irgendwie Stress gemacht wird. Okay, Leute, es nimmt langsam Form an, habe ich das Gefühl. Ihr bekommt meinetwegen... Ach so, nee, ihr habt schon einen Flammenwerfer, okay. So, hier unten, der gehört auch noch uns, der Punkt. Obwohl wir den irgendwie gar nicht so richtig abgesichert haben. Wo ist mein Mörsertrupp? Der Mörsertrupp befindet sich hier. Ja, wir nehmen das ein. Oh, hier ist ein MG-Trupp. Aber ich habe da auch gerade einen MG-Trupp angefordert. Sehr schön, da kommen sie. Dann stellt euch mal hier hin, schnell. Boah, ey. Ich weiß, meine ganzen Sachen habe ich auch richtig schlecht gesichert. Also die ganzen Punkte hier, da kann ich ja noch Ressourcenteile raufbauen. Aber ganz ehrlich, das ist mir jetzt eigentlich gerade egal. Ich brauche noch die hier. Und da kommt der nächste MG-Trupp schon. Sehr schön. So, den MG-Trupp, den holen wir uns hier oben hin zu dem Tank, den wir hier haben. Der soll das direkt einnehmen. Und der MG-Trupp... Komm schon, baut euch auf. Ihr müsst euch einfach nur schneller aufbauen wie die Russen. Ey, schießt der Elefant von da hinten dahin, oder was? Ich glaube, ja. Okay, yo, die hauen ab. Sehr gut. Das heißt, ihr könnt jetzt euch wieder abbauen. So, okay, hier können wir nichts mehr bauen. Alles klar, dann nehmen wir hier oben den Punkt ein, würde ich sagen. So, wo sind die Pioniere, die ich mir bestellt hatte im Katalog? Hier. Jetzt würde ich mal sagen, wir bauen das schwere Panzerkorb hier noch hin. Shit, da kommt der. Dann haue ich jetzt mal eben hier den Stuka-Bomber rein. Weil die Mörser sind auch nicht so toll jetzt dagegen, leider. Wo ist der Stuka-Bomber? Da sind sie. Sehr schön. Der hat auf jeden Fall gesessen. Ich habe auch die Kommandopunkte. Hier bin ich auf Kommandopunkte 6 gekommen jetzt insgesamt. Und vielleicht haben wir den Scheiß jetzt noch gedreht, Leute. Die Russen verlieren jetzt hier gerade ordentlich Points. Und wir nehmen jetzt hier oben auch noch den dritten Punkt ein. Dann müssen die Russen echt langsam aber sicher mal zeigen, was sie können. Und jetzt kann ich mir natürlich keine Panzer mehr leisten. Okay. Scheiße, der Panzer. Was machen wir gegen den Panzer? Ich brauche hier nochmal Halbkettenfahrzeug. Nein, das reicht mir nicht. Oh Mann. Okay, nee, ich muss von hier oben... Ich muss ein Ding wegziehen eigentlich, oder? Muss ich machen. Ja, muss ich machen. Oh, die Stukas sind ja schon wieder aktiv. Die könnte ich mir jetzt eigentlich auch nochmal theoretisch holen. Pioniere müssen jetzt mal ein Stück zurückrennen. Die will ich nicht verlieren. So. Okay, wir haben momentan, halten wir alle drei Punkte, Leute. Wir halten wirklich alle drei Punkte, also besser geht's ja gar nicht. Oh, wenn der Panzer von denen nur nicht so schnell wäre, aber wenn der jetzt, wo will der denn hin? Okay, der fährt jetzt nach oben. Dann würde ich mal sagen, wir stellen uns hier irgendwo mal mit der Panzerabwehrkanone hin. Meinetwegen so, dass wir das hier Sicht haben. Okay, und jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir aber mit dem Elefanten. Wollen wir nochmal schauen. Also ich denke mal, der Elefant, der wird ziemlich gut jetzt gegen dieses Ding wegrocken, oder? Ja, komm schon, jetzt gibt's hier die Schlacht. Elefant, oh, schaut euch das an. Schaut euch das an, wie das Ding den wegkloppt. Wie geil, ey. Nice. Einfach nur nice. So, die MG-Leute, die gönnen sich jetzt das hier oben. Und der hier, der bewacht so lange diese Position. Der steht da echt gut. Ich bräuchte nochmal so ein kleines Aufklärungsflugzeug, um zu schauen, was machen die eigentlich hier. Hat der da irgendwas Interessantes noch? Okay, unser Aufklärungsflugzeug kommt. Wollen wir mal schauen. Ah ja, hier hat er nochmal ein Dingens. Oh, da kommt der nächste... Oh, okay. Okay, Moment, wenn ich das jetzt... Mist. Hierhin bitte. Der Stuka-Bomber kommt. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt, ob wir hier noch was erwischen werden. Wo kommt der? Wo kommt der? Wo kommt der? Das kommt schon, kommt schon.
Oh mein Gott, das war ja ein Volltreffer. Haben wir einen Luck. Wie geil war das denn? Sehr schön gemacht. Der hat getroffen. Der hat getroffen. Und der Gegner scheint nicht mehr so viel zu haben. Okay, wir klauen ihm jetzt langsam aber sicher seine ganzen Punkte. Was könnte ich denn hier noch bauen? Mehrfach Raketenwerfer, Panzerwerfer. Wow, wow, wow. Sturmpanzer Brummbär. Auch ein sehr netter Name. Und den Panther hätten wir hier noch. Na komm, wir holen uns nochmal so ein Teil. Einfach nur, weil wir momentan eigentlich recht viel Geld haben. Und unser Dingens fliegt jetzt leider weg. So, der Elefant, den würde ich jetzt gerne mal hier noch zur Absicherung mit hinstellen. Und die beiden MG-Trupps, die können mir gerne mal diesen Punkt hier noch sichern. So. Die Stukas sind schon wieder bereit. Wow. Geile Dinger. Also hier habe ich recht sicher. Merkwürdig, dass er mich hier nicht angreift. Ich könnte natürlich auch... Moment, das machen wir eigentlich auch mal. Oder habe ich hier noch... Hat es meinen MG-Trupp auch zerlegt? Ich war mal Mathematiklehrer. Wir kämpfen tapfer für unser Land. Der Feind hat nur noch 200 Punkte. Oh, hier ist irgendwo ein gegnerischer Panzer dort. Aber zum Glück haben wir unseren Elefanten direkt gerade hierher geschickt. Und der Vorteil war auch noch, wir hatten hier Minen liegen. Und komm schon, Elefant. Einmal über den Hügel schauen und jetzt einmal Feuer eröffnen. Sehr schön. Und schon haben wir wieder ein Problem weniger. Oh, da oben geht noch richtig was. Aber dadurch, dass wir hier mit MGs am Start waren, war es kein großes Problem. Sehe ich das richtig, dass hier Mörser auf uns schießen? Ich baue mal lieber meine MG-Trupps ab. Und, oh ja, doch, da. Oh, das ist eine Panzerabwehr, okay. Die sollten wir aber eigentlich wegkriegen und, au. Der schießt sogar von da hinten noch darauf. Scheiße, komm schon, mach das Ding platt, bevor der irgendwie meinen Elefanten in Sichtweite bekommt. Leute, es sieht jetzt gerade gut aus für uns. Wir haben die Nase vorne, schaut euch hier oben die Punkte an. Wir haben einen Packtrupp ausgeschaltet. Nice. Wir können hier nicht bleiben. Warum könnt ihr da nicht bleiben? Wenn ich sage, ihr könnt da bleiben, dann könnt ihr da bleiben. Das schaffen wir. Also, jetzt würde ich gerne mal euch hier positionieren. Der erste MG-Trupp positioniert sich hier so. Sind unterwegs. Und der andere meinetwegen so. Und dann können die Pioniere nämlich den Spaß hier mal einnehmen. Und der Elefant, der stellt sich meinetwegen hier so hin. Zack. Also da zeigen wir jetzt richtig Vorherrschaft. Und hier habe ich jetzt diesen geilen Raketenwerfer. Geil. Geil, geil, geil. Das Teil würde ich jetzt gerne mal sehen. Der fährt jetzt erstmal hier runter. Ihr geht jetzt eigentlich auch mal ein bisschen weiter nach vorne, würde ich sagen. Und mein MG-Trupp... Mein MG-Trupp, der bleibt so stehen, würde ich sagen. Ja, doch, der bleibt so stehen. So, wir haben schon 8 Kommandopunkte. Ich weiß nicht, was es jetzt noch bringt, wenn wir jetzt Kommandopunkte bekommen. Aber der Feind hat weniger als 100 Punkte. Aber ich würde gerne nochmal diesen Raketenwerfer in Action sehen, Leute. Oh, guck mal, wie der sich hier durchwälzt, ey. Einmal komplett durch die Mauer gecrashed. So, also da kommt jemand. Das ist die Gelegenheit. Los, Feuer. Da, seht euch den an. Zack, 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 zack. Die Raketen fliegen in die Luft. Und der bewegt sich natürlich weiter. Der will jetzt natürlich nicht Ziel der Raketen werden. Aber das gibt jetzt hier ein One-on-One. Oh mein Gott. Shit, ich muss mich ein bisschen wegbewegen. Oh, da hat er mich kaputt gehauen. Aber mein Elefant fällt ihm jetzt in den Rücken. Und der Elefant, wenn der jetzt zum Feuer kommt, sagt, okay, der muss gar nicht mal mitmischen hier. Der schafft das auch so. So, Moment. Dann muss mein MG-Trupp hier halt einnehmen. So, der Nachteil vom Elefant ist natürlich, schaut mal, wie lahm das Scheißding ist, ne? Da oben nehmen sie jetzt übrigens einen Punkt ein. Ist aber nicht weiter tragisch, glaube ich, schon über 50 Punkte. Die haben nur noch 50 Punkte. Wow, das ist ja echt geil. Ich glaube, das war's, Leute. Eigentlich müssten wir sie jetzt haben. Ich fahre jetzt mal mit dem Elefanten hier langsam durch. Kann da eigentlich auch durch Häuser fahren? Ich weiß es nicht. Ich fahre jetzt eigentlich einfach mal Richtung gegnerischer Base. Mal schauen, was wir da dann ausrichten können. Ein schweres MG beschießt uns. Kann er gerne machen. Der Elefant richtet sich aus und oh, schaut euch diese Zerstörungskraft an, die der hier entfaltet. Also,
Ich glaube nicht, dass der Gegner hier noch irgendwas uns entgegensetzen kann. Ah ja, außer der Elefant schießt natürlich daneben, der Vollidiot, ey. Kann ich mir nochmal wieder... Na, ich kann mir nichts Tolles leisten eigentlich. So, sehr schön. Der Elefant hat hier das erste Dingens zerstört. Wo ist das Hauptquartier von ihm? Oh, da ist schon wieder ein MG-Nest. Da fahre ich einfach dran vorbei. Das interessiert meine gepanzerte Festung doch nicht, wer da auf sie schießt. Eiskalt fahre ich dran vorbei. So, schon bin ich außerhalb der Sicht. Ist das das Hauptquartier? Ne, das ist das Unterstützungspanzer. Oh! Oh oh! Dreh dich, dreh dich! Okay, und Feuer, Feuer! Los, komm schon, schieß, schieß, schieß! Oh Mann, der hat nur noch weniger als 25 Punkte. Kann ich die nicht überfahren? Nein, kann ich nicht, okay. Jetzt haben die sich hier genau vor mir aufgebaut, oder was? Ey, das gibt's doch nicht. Da kommen noch ein paar Ingenieure angerannt. Oh, jetzt schießen die aber richtig hier auf meinen Elefanten. So, den hat's aber zum Glück nichts ausgemacht. Der dreht sich jetzt hier ganz locker weg und schießt jetzt nochmal den scheiß Ingenieuren hinterher. Zack. So, wo ist denn hier? Setz den großen Bastard in Bewegung. Ja, das ist der richtige Spruch. Ich weiß nicht, wo das Hauptquartier von denen ist. Das muss doch hier irgendwo sein. Aber das ist das Unterstützungspanzerkorb. Kampfgruppen. Ah, hier. Dann hauen wir dieses Hauptquartier hier auch noch weg einfach. Ich denke mal, wenn ich das zerstöre, dann hat er verloren, oder? Holen wir uns einfach nochmal die Stuka, warum nicht? Dann hilft die halt auch nochmal ein bisschen. Du solltest mal ein bisschen zurückfahren, vorsichtshalber. Zack. Und da kommt die Bombe an. Weniger als 5 Punkte, Leute. Ich würde mal sagen, die Russen haben wir doch wieder zurück nach Sibirien gejagt, oder? Also, das sieht sehr gut aus. Am Anfang habe ich das schon echt schwarz gesehen teilweise. Ich dachte, jetzt kriegen wir richtig auf die Fresse. Aber jetzt machen wir ja noch fast kurz vor Sieg sein Hauptquartier zu Ende. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet, Rekrut des Kompstoms. Wir beschenken das Vaterland mit einem Sieg. So muss es sein. So muss es sein. Jetzt bin ich aber mal sehr gespannt. Ah ja, es gibt jetzt Erfahrungspunkte. Oh, ich wurde befördert zum Soldaten erster Klasse. Neue Bildumrandung wird bei folgenden Rang freigeschaltet. 25. Ach ja, okay. Und was habe ich jetzt hier? Habe ich noch irgendwas bekommen? Hier, Spezialist für deutsche Waffentrupps. Beenden Sie ein Spiel, bei dem deutsche Truppwaffen die meisten Tode verursachten. Hier habe ich noch bekommen, gewinnen Sie ein Gefecht gegen die KI. Spielen Sie einen Comp-Stomp. Spielen Sie ein Spiel als Deutsche. Bringen Sie ein Gefecht oder Mehrspielerpartie zu Ende. Gewinnen Sie ein Siegmarkenspiel. Spielen Sie ein Siegmarkenspiel und geben Sie einem einzelnen Spiel über 7500 Einheiten an Ressourcen aus. Ja, sehr schön. Ich habe auch was freigeschaltet, oder was? Üre. Okay, Rekruten verursachen 5% mehr Schaden. Oh, nice. Okay. Und T-70 haben 6% mehr Panzerung. Na gut, Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle würde ich dann einfach mal weiter zum Nachspiel. Achso, weiter zu den Statistiken. Ja, die gucke ich mir natürlich nochmal an. Sowas ist immer mega interessant, finde ich, so ein paar Statistiken nochmal angezeigt zu bekommen. Also, wertvollste Einheit war der Trupp mit schweren MG. Der hat 3219 Schaden verursacht, 40 Leute getötet. Ne, 20 Leute getötet und 4 nur selber verloren, 886 Schaden erlitten. Die größten Verluste waren Truppen mit Granatwerfern. Da sind 7 an der Zahl gestorben. Der Abreißer schlechthin war der Elefant, weil er hat ein Gebäude zerstört. Wow, es ist nur ein Gebäude im ganzen Spiel zerstört worden. Unglaublich. Der Überlebensspezialist war der Grenadier. Der hat insgesamt 1900 Schadenspunkte erlitten, aber wurde trotzdem nicht getötet. Ein kleiner Überblick, Leute. Verursachter Schaden, da sind wir uns aber eigentlich gleich auf. Also schaut mal, ich habe 9572 und er 9516. Also ich habe nur minimal mehr. Hab aber weniger Einheiten getötet als er und ein paar mehr verloren. Ich habe mehr erobert und ein bisschen weniger verloren an den Punkten. Siegmarken hatte ich noch 174 über, er am Ende natürlich keine mehr. Das Diagramm können wir uns hier nochmal anschauen. Den Armeewert würde ich gerne mal direkt so im Vergleich sehen.
Echt, wir waren ihm dauerhaft überlegen. Hätte ich nicht gedacht. Am Anfang hatte ich echt mal das Gefühl, scheiße, jetzt haut er mir richtig auf die Fresse. Aber scheinbar hatten wir eine recht ausgewogene Armee. Die Ressourcen, die ich nicht genutzt habe, schaut euch das mal an, das ist natürlich krass. Und gehaltene Punkte, ja, da war der Russe am Anfang stärker. Dann kamen wir allerdings mit einem kleinen Hoch, dann er wieder und am Ende haben wir ihm dann aber gezeigt, was eine Hake ist. Weiter zum Einheitenreiter hier. Moment mal, ich muss mal eben was trinken. So, da bin ich wieder, sorry. Infanteriestatistik, ja, Pioniertrupp und Trupp mit schweren MGs habe ich jeweils 5 gebaut und jeweils 4 verloren. Und Trupp mit Granatwerfern habe ich 2 produziert und habe 7 Einheiten verloren. Das liegt natürlich immer daran, dass ich dann die Leute immer wieder nachbestellt habe, sozusagen. Und wenn man das mal so schaut, die Infanterie insgesamt hatte bei mir eine Effizienz von 137%. Also bis auf die Pioniertruppen, die ja immer abgeschlachtet wurden, hatte ich da eine recht gute Statistik eigentlich. Im Gegensatz natürlich zu meinen Fahrzeugstatistiken. Schaut euch mal das hier an, der Mehrfachraketenwerfer hier. Mit 6% Effizienz, das ist natürlich lächerlich, ja. Bei den Fahrzeugen gerade mal 38% an Effizienz gehabt. Der selbst der Panzerjäger-Elefant hatte nur 61% Effizienz, weil der einfach so scheiße teuer ist wahrscheinlich. Und bei dem Bau, ja, da brauche ich jetzt gar nicht lange schauen. Da hat der andere mir auf jeden Fall, denke ich mal, die Nase vorne gehabt. Wie schnell der allein schon, guck mal hier, der ist zu Stufe 1 nach 5 Minuten und ich nach 15, weil ich zu dumm war, zu checken. Da war er schon sogar in Phase 2, da war ich noch nicht mal auf Phase 1. Das ist ja unglaublich. Ey, wann ist er nach Phase 3 rüber? Nach 19 Minuten. Nach 19 Minuten, was habe ich da so getrieben? Ja, da bin ich so langsam aber sicher auf Phase 2 zugegangen. Das gibt's ja echt nicht, ey. Naja, Leute, ich würde sagen, hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht hier. Company of Heroes 2 ist schon ein sehr cooles Spiel, aber ich weiß nicht, ey, das ist für mich ein bisschen zu unübersichtlich. Da bin ich, glaube ich, nicht der Strategieexperte schlechthin. Da würde ich, glaube ich, eher dran verzweifeln, als dass ich da irgendwie übelst drin abgehe. Trotzdem, für eine Runde hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Schaut es euch an. Vielleicht ist es ja ein Spiel für euch. Gönnt es euch, es macht auf jeden Fall Spaß. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Grants-Erfahrung. Wir sehen uns in-game oder sonst wo auf dem Schlachtfeld. Man weiß es nicht. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.